Ich war 9 Stunden lang im Kessel. Die Polizei hat uns kein Wasser gegeben, nichts zu essen. Toiletten haben wir die ersten 3 Stunden uns selbst organisiert. Erst dann waren Dixie-Klos auch da. Und während der Zeit, das habe ich noch nie erlebt, solche Mengen von Pfefferspray und Tränengas auf DemonstrantInnen eingesetzt worden. Es war nicht mehr feierlich. Also, ich habe so viele Verletzte gesehen in Deutschland, in Frankfurt. Und gleichzeitig war eben auch in der Türkei das am Hochkochen, im Gezi-Park. Und natürlich, wir haben uns solidarisiert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer solidarisch miteinander bleiben. Alle diejenigen, die auf die Straße gehen. Als ich in Frankfurt am Kessel war, dann war es total wichtig für mich, dass ich gehört habe, dass auch Menschen sich mit uns solidarisiert haben. Dass Menschen in beispielsweise Göttingen oder Berlin eine Sponti gemacht haben oder sogar ItalienerInnen in Venedig vor die deutsche Botschaft gezogen sind. Und deswegen, und es hat mir sehr, sehr viel Mut gegeben, und deswegen finde ich es großartig, dass wir hier sind, und es ist egal, wie viele wir sind, weil wir auf der richtigen Seite sind. Und da ist jeder Einzige, der hier da ist, ist großartig. Und diese Solidarität kommt auf jeden Fall an. Ja, wie ging es weiter an diesem Samstag? Es war ein trauriger, historischer Tag aus meiner Sicht. Weil es sind Sachen passiert, die wir in Deutschland schon lange nicht mehr hatten, die nie wieder passieren dürfen. Es wurden Abgeordnete der Linken, des Bundestages und des Landtages auch abgeführt. Das heißt, die Polizei hat sich nicht nur über das Gericht hinweggesetzt, sondern eben auch über die Legislative. Und das ist auch ein völliges Unding. Das geht nicht, es darf nicht mehr sein. Bravo! Zunehmend hat die Polizei in Frankfurt dann begonnen, die Leute zu räumen. Es gab keinen Anlass dazu, wir waren friedlich und sie haben einen nach dem anderen kontrolliert, durchsucht, festgestellt und sie haben sogar Platzverweise bekommen und sie wurden videografiert. Und was für eine Grundlage gab es dafür? Es gab keine Grundlage. Das heißt, auch in Deutschland werden Grundrechte massiv übergangen. Deswegen ist es wichtig, so einerseits solidarisch zu sein und andererseits auch hier den Protest auf die Straße zu bringen, individuellen Widerstand zu zeigen, aber natürlich auch Protest in die Parlamente zu bringen. Nachdem ich 9 Stunden lang in diesem Kessel war, war die Polizei auch mittels Pfefferspray und massivster Gewalt zu mir vorgedrungen. Ich stand friedlich neben anderen DemonstrantInnen und bekam dann einen Tritt von einem im Kampfmontur ausgerüsteten Polizisten in meinen Intimbereich. Danach wurde mir ins Gesicht geschlagen und ich wurde auf den Boden gedrückt. Danach wurde ich abgeführt, ohne jemals irgendwas getan zu haben. Unter massivsten Kampfgriffen. Und ich war friedlich, ich hatte nichts dabei, es kam natürlich zu keiner Anzeige. Warum auch? Ich war auf einer legalen Demonstration. Das ist Deutschland 2013. Deswegen müssen wir hier auch wieder aufpassen, wenn es wirklich drauf ankommt, werden unsere Grundgesetze dann eigentlich auch beachtet. Hier in der Türkei und in Deutschland. Die Zeichen sind auf Krise hier. In Spanien hatten wir in den letzten 5 Jahren, sage und schreibe, 400.000 Hausräumungen. Da muss ich mich fragen, zu was ist die Polizei eigentlich bereit? 400.000 zerstörte Existenzen, Menschen, die aus ihren Lebensbereichen geworfen werden. In Griechenland, soweit ich weiß, nach meinen Zahlen, gibt es momentan 20.000 Obdachlose auf Athens Straßen. Es ist krank. Eine Polizei hat auch individuelle Verantwortung und muss dieser auch nachkommen. Genauso natürlich die Chain of Command der Polizei. Das heißt, der Innenminister beispielsweise in Hessen hat auch Verantwortung. Und jeder Einzelne hat Verantwortung und es kann nicht sein, dass Menschen diese einfach übergehen.